Leute, ich glaube, das wird auf jeden Fall das Spiel, was wir bis jetzt am längsten spielen werden, weil ganz ehrlich... Habt ihr auch 200 verschiedene Spiele in eurer Steam-Bibliothek, die ihr nie wirklich richtig gespielt habt? Habt ihr auch extreme Langeweile, weil ihr den ganzen Tag zu Hause sitzt und euch fragt, wann darf ich endlich wieder meine Wohnung verlassen? Ja, so geht es mir, so geht es mir. Und ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Ich habe, ja, gut, Schande über mich. Ich habe das bei einem anderen YouTuber gesehen und werde es jetzt 1:1 einfach kopieren. Als wäre das irgendetwas Neues für mich. Ich mache seit 7 Jahren genau das und ihr unterstützt mich dabei. Warum tut ihr das? Ich hab keine Ahnung, ey. Also habe ich folgendes Video gesehen. Arcani und ich werden jetzt gemeinsam immer wieder das Spiel wechseln, sobald ich in einem dieser Spiele Schaden bekomme. Wir werden mal schauen, wie lange ich das hinbekomme. Hoffentlich komme ich damit über 10 Minuten, dass ich ein anständiges Video hier kreieren kann, meine Freunde. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem besten Spiel aller Zeiten und zwar mit Minecraft. Also gut, erstellen wir also eine neue Minecraft-Welt und nennen diese gar keinen. Wir geben dieser Welt gar keinen Namen. So, und jetzt gehen wir also in die Welt rein und generieren diese Welt. Und sobald ich Schaden bekomme, muss ich das gottverdammte Spiel wechseln. Super simples Prinzip, oder? Ich meine, das ist einfach nur genial. Okay, meine Freunde, ich würde sagen, wir holen uns erstmal natürlich hier ganz kurz ein wenig Holz, machen uns Tools, gucken, dass wir möglichst lange überleben. Ich meine, das sollte gar kein Problem sein. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass sobald ich sterbe, dass ich das Spiel wechsle. Nein, sobald ich ein bisschen Schaden bekomme, meine Freunde, muss ich das Spiel wechseln. Das ist ziemlich deprimierend, weil wenn man sich gerade an ein Spiel gewöhnt hat, kommt direkt schon das nächste Spiel um die Ecke und man hat quasi verloren. Ich würde sagen, wir stellen das mal ganz kurz auf hinter unser Schwein. Das würde ich gerne umbringen. So, und jetzt stirbst du und du bist tot. Okay, vorsichtig hier, dass ich hier keinen Schaden bekomme, meine Freunde. Und wir rennen jetzt mal durch den Wald und gucken mal, dass wir irgendwo eventuell etwas finden, was uns hier vielleicht in unserer Spielwelt weiterhilft. So, wie gesagt, man muss gucken, dass man hier keinen Schaden bekommt, meine Freunde. Das ist ganz, ganz wichtig, denn sonst muss ich das Spiel tatsächlich an dieser Stelle schon wieder beenden. Das war ziemlich knapp. Ich habe Glück gehabt. Ist das nicht wunderschön hier, die Blumen, alles, alles so wunderschön. Und dieses Spielchen geht mir die ganze Zeit schon auf den Nerv. Ich werde dich umbringen. Und damit herzlich willkommen zu meinem absoluten Lieblingsspiel GTA 5, meine Freunde. Ich würde sagen, wir fahren sofort mit dem Motorrad los runter in die Stadt und erleben ein paar tolle Abenteuer, meine Freunde. Ich habe übertrieben Lust darauf. GTA, eine Spielwelt, die unglaublich groß ist. Man hat so viele Möglichkeiten. Man kann so viele geile Sachen machen, meine Freunde. Und ich muss einfach nur auf eine Sache achten, und zwar, dass ich keinen Schaden bekomme. Das war ganz schön knapp. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich streame natürlich auch regelmäßig GTA. Und zwar Roleplay, meine Freunde. Ich bin ein, wie soll ich meine Rolle beschreiben? Ein Familientherapeut, der tatsächlich nach neuen Aufgaben auf dieser neuen Welt sucht und tatsächlich gerade bereit ist, sein neues Ego anzufangen, sich etwas aufbaut und tatsächlich momentan so weit ist, dass er unbedingt Lust hat, sich irgendwie da großartig was jemand, der auf jeden Fall Lust hat, sich etwas aufzubauen und tatsächlich größtenteils versucht, einfach hier sein neues Leben anzufangen. Und damit herzlich willkommen zu diesem Game, was ich noch niemals in meinem ganzen Leben in meiner Steam-Bibliothek wahrgenommen hat. Welcome, Revinzeit, der YouTuber Screechy the Suicidal Pig. Ich würde sagen, wir machen einfach den Story-Mode und ich habe keine Ahnung. There was a pig wearing yellow sweater and named Squishy. Okay, gut, und jetzt? Until one day the farmer Big Boobs Barbecue was zum Squishy learned that the parents was taken to the slaughterhouse. Oh mein Gott, nein! Das heißt, wir müssen seine Eltern aus dem Schlachthaus retten. Squishy's parents had told him about animal heaven, a magical place where all the pigs go when they die. Moment mal, ich soll doch keinen Schaden hier bekommen, oder? Ja, moin, das Logik, man kennt ihn. Das Spiel heißt The Suicidal Pig. So Squishy thought that he always to die, but he could... Ich will mich nicht umbringen! Ich will keinen Schaden bekommen, nein! But when he died, warte mal... Ja, Moment mal, also ich konnte es gerade nicht verhindern. Okay, jetzt geht das Spiel richtig los. Es geht in dem Spiel literally darum, dass ich mich umbringe. Es geht in dem Game darum, dass ich mich umbringe, oder? So basically start figuring out how to kill yourself. Ich will mich nicht umbringen, weil ich dann das Spiel beenden muss. Kann man irgendwie springen? Ach so. Gottes Willen, Leute. Wieso habe ich ein Spiel gewählt, wo es darum geht, sich Schaden zuzufügen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ah ja, guck mal, sehr schön. Leckere Äpfel. Oh, das Spiel gefällt mir, actually. Ich glaube, wenn ich mich gar nicht umbringe, könnten wir eine lange Zeit drin verbringen. Very nice soundtrack. Gut, seht ihr, Leute? Ich bring mich einfach gar nicht um. Das ist genau das Ding. Ich bringe mich gar nicht um und gebe mir Mühe. Scheiße, wie komme ich jetzt? Ja, und jetzt? Bin ich jetzt... War es das jetzt? Das ist doch nicht jetzt... Das ist doch nicht deren Ernst jetzt! Ah, ich hab's geschafft, in dem Spiel, wo man nicht sterben soll, sogar zu verkacken. Muss das Level restarten? Ja, ich will nicht alles nochmal lesen! Ich will nicht alles nochmal lesen! Ich will nicht alles nochmal lesen! Ich hab schon wieder verkackt! Bring mich endlich um! Okay.
endlich ein ruhiges Spiel. Ein Spiel, wo es eigentlich komplett unmöglich sein kann, Schaden zu bekommen. Dann fahren wir jetzt hier vorne die Gäste holen. So, schönen guten Tag. Hallo. Oh Gott, wir fahren ein bisschen zurück. Kommt alle rein. Ja, natürlich. Eine Fahrkarte drucken. Bitteschön, bitteschön. Dankeschön. Bitteschön, bitteschön. Was denn? Was denn? Woche, Senior, drucken. Gut, dann können wir auch sofort wieder los. Und jetzt heißt es nur, keinen Schaden bekommen. Ganz, ganz vorsichtig. Ja, wir geben uns Mühe. Hinten im Bus ist alles soweit in Ordnung. Hier macht sich keiner Sorgen. Endlich mal ein Game, wo ich wirklich, wirklich gut drin gewesen bin. Also einfach ein Game, wo ich extrem stark drin bin, meine Freunde. Good old Counter-Strike. Ganz ehrlich, da werde ich auf jeden Fall jetzt rasieren. Da bin ich mir ziemlich sicher, Leute. Auf ganz gespannt. Gucken mal, dass wir das hier hinbekommen. Ich helfe dem Bro hier vorne auf jeden Fall ein bisschen. Und es scheint so, als wäre es B. Es scheint so, als wäre es B. Ich würde sagen, hier immerhin hat PewDiePie ein eigenes Game, was wir spielen können, meine Freunde. Ich bin auf jeden Fall gespannt und würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Level an. Animal Super Squad. Ich habe keine Ahnung mehr, worum es in dem Spiel geht. Ich habe seit Jahren nicht mehr gespielt. Aber man kann auf jeden Fall hier irgendwie... Ja, gut. Ich würde gerne jetzt einfach, ja, anfangen. Okay, alles klar. Gut, wir beginnen mit diesem Level, meine Freunde, hier. Okay, ich habe schon dieses Gefährt hier. Sieht über 2 Tonnen, 640 PS. Oh ja, okay, nice, sehr gut. Okay, wir müssen gucken, dass wir keinen Schaden bekommen. Aber das sieht bis jetzt ganz gut aus. Wir müssen einfach nur hier runter. Und das zählt nicht als Schaden. Schaden zählt hier, glaube ich, erst, wenn man stirbt. So, wir uns diesen Ring hier. Und jetzt müssen wir hier auf eins drauf. Na, wir bleiben stehen. Wir egal, wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich habe Minecraft Dungeons. Ich habe Minecraft Dungeons und habe einen Code für Minecraft Dungeons. Ich werde jetzt Minecraft Dungeons spielen. Ob ich will oder nicht, ich habe mir nicht mehr die Steuerung dafür angeguckt. Geschweige denn, dass ich weiß, worum es geht. Aber verdammt, ich bin goddamn gut. Ich bin goddamn gut in solchen Spielen, weil ich verdammt nochmal Minecraft Pro bin. Alles klar, wenn ihr ein komplettes Let's Play zu Minecraft Dungeons haben wollt, dann sagt's mir einfach. Sagt's mir, schreibt's mir jetzt in den Kommentaren. Ist hier irgendwas, was ich machen kann? Nein. Eine Sache, auf die ich auf jeden Fall nur achten muss, ist, dass ich keinen Schaden bekomme. Oh oh. Oh oh. Kein Schaden. Sehr stark. Die Emeralds holen wir uns hier. Oh ja. Oh ja. Wie gesagt, wenn ihr mal Bock habt, dass ich mit Trimax zusammen und so weiter und so fort spiele, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Oh, hier. Pfeile. Die holen wir uns auf jeden Fall. Oh, 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 oh. Hier vorne war ein Skelett. Das ist ganz gefährlich. Da gehen wir mal lieber weiter und schauen uns mal hier weiter um. Ah, ich habe einen Bogen. Interessant. Okay, gut. Wir schauen trotzdem noch mal, was wir hier so haben. Vielleicht finden wir noch irgendwas anderes Sinnvolles. Irgendetwas, was uns weiterhilft. Nein. Nein, finden wir nicht. Okay, gut. Dann gehen wir einfach dahin zurück. Sehr, sehr coole intuitive Steuerung mit der Maus. Macht direkt Bock auf jeden Fall. Damn, es ist das erste Mal, dass ich Minecraft Dungeons gerade spiele, fällt mir so auf. Okay. Oh ja. Sehr stark, meine Freunde. Ich bin verdammt gut in Minecraft. Das solltet ihr wissen. Oh, damn. Ich kann hier gar nicht lang schießen. Stirb! Stirb! Oh ja. Oh ja. Leute, ich glaube, das wird auf jeden Fall das Spiel, was wir bis jetzt am längsten spielen werden. Weil ganz ehrlich, so wie es hier... Okay, alles klar. Schauen wir mal, ob ich es hier irgendwie bekomme, Leute. Ich darf keinen Schaden. Okay, Leute, das ist ein Spiel, was ich unglaublich gut kann. Das ist ein Game, wo ich hier richtig, richtig gut drin bin. Ich würde sagen, wir landen einfach direkt hot in Retail Row und dann holen wir uns den gottverdammten W. Okay, Leute, das wird ein Epic Win. Ich sehe es jetzt schon kommen, Leute. Ihr wisst, dass ich damals in Fortnite mit der Claw und allem drum und dran. Ich war bei der Weltmeisterschaft. Ihr wisst vielleicht, wie gut ich in diesem Game bin. Wir landen sofort, meine Freunde. Und ich habe absolut keine Ahnung, was für ein Skin ich hier gerade spiele. Beziehungsweise, wann ich das letzte Mal in meinem Leben überhaupt eine Solo-Partie Fortnite gestartet habe. Aber das ist egal. Es ist egal. Ich bin extrem motiviert und habe Bock, hier auf jeden Fall zu rasieren, Leute. So ein Ding wird das sein. Und wir sind natürlich fast alleine in der Stadt. Das ist schon mal ganz gut. Ich würde sagen, wir landen mal hier vorne. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Landing-Spot. Wahrscheinlich wird da vorne links jemand landen und rechts von uns auch und gerade aus dem Haus sowieso. Aber wir landen auf jeden Fall hier. Und jetzt heißt es einfach nur Ruhe bewahren und sich Mühe geben. Mann, hier ist jemand in dem Haus und ich habe natürlich keine Waffe. In irgendeinem Game muss ich gut sein. Ich glaube, dass es hier auf jeden Fall funktionieren wird. King of Fights. Okay, ich habe überhaupt keine Ahnung, was für ein Game das ist. Ich würde sagen, es geht einfach los. Wir fangen an. Okay, let's go. Okay, erste Runde. Er gegen sie. Und ich weiß absolut nicht, wie ich mich hier verhalten soll. Okay, gut, so ducke ich mich. Alles klar. So springe ich. Okay, ich habe dieses Spiel hier gefunden, meine Freunde. Das heißt Brilliant Bob. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es in diesem Spiel... Alles klar, Leute. Da hat man mal wieder gesehen, dass ich einer der besten Spieler, also einer der besten universellen Spieler bin, die es auf diesem ganzen Planeten gibt. Ich bin quasi ein Gaming-Genie, ja? Und wenn ihr das mal witnessen wollt, meine Freunde, und sehen wollt, wie krass ich bin, dann schaut auf jeden Fall regelmäßig bei meinen Livestreams vorbei. Ich streame fast jeden Tag auf twitch.tv/revinzeit und ich würde sagen, das war's mit diesem wunderschönen Video. Wenn ihr Bock auf Part 2 habt, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Bock auf Minecraft Dungeon habt, dann ebenso. Ich bin an der Stelle raus und es war eine absolut peinliche Unternehmung von meiner Seite hier. Ich bin raus, ich wünsche euch noch wunderschöne Quarantäneferien.
bleibt ruhig und zu Hause. Macht's gut. Ciao.